Heute ist der 20.10.2022. Ich befinde mich hier auf einer Seite, wo man Handyguthaben aufladen kann. Otransto. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Naja, bis ungefähr 2014, das weiß ich, haben solche Seiten, es gibt ja zahlreiche Seiten, aufladen.de, guthaben.de und so weiter. Kann ich mich soweit erinnern, dass da eine absolute Ausnahme war, dass die Seiten Servicegebühren verlangt haben. Das war also so bis 2014 eigentlich nicht. Hat man dann Handyguthaben ausgewählt, dann hat man einfach nur das Handyguthaben bezahlt und fertig. Keinerlei andere Gebühren. Naja, und jetzt ist das so, vielleicht von 20 Anbietern verlangen 19 Anbieter Gebühren, wobei 90 Cent noch günstig sind. Drunter geht's, glaube ich, mittlerweile nicht mehr. Und andere verlangen um 1,99. Über 1,99 habe ich noch nicht gelesen. Ja sicher, die ganzen Betreiber hier und so, diese Seiten, die müssen ja auch Geld verdienen. Ja, was haben sie denn da 2014 und davor gemacht? Da haben sie auch keine Gebühren dafür verlangt. So, und ich finde es einfach, also ich krieg so Guthaben kriege ich überall. Und zwar, also wirklich an Tankstelle, aber zu normalen Zeiten natürlich auch. Gut, Tankstelle hat auch in normalen Zeiten auf. Am Supermarkt oder wo auch immer. Oder halt zum Beispiel bei mir, bei der Deutschen Bank. Online-Banking und so. Ja, das Ding ist, ich möchte jetzt aber nur 5 Euro aufladen. Und standardmäßig gibt es ja Ortel Mobile eigentlich so mit 15 Euro, 20, 30, manchmal auch mit 50. Und ja gut. Jedenfalls, ihr seht ja hier deutlich, Service und Gebühren keine. Steht deutlich da. Also möchte man ja meinen, wenn man jetzt hier Handyguthaben kauft, welches auch immer, dann sollte das halt nicht mehr kosten als der Standard. Also zum Beispiel 15 Euro oder eben 5 und so weiter ohne Gebühren. Stand ja da. So. Was steht hier? Die Nummer war natürlich nicht meine echte Nummer. War jetzt erfunden. Vielleicht gibt es sie, vielleicht gibt es nicht. Also lass die Nummer einfach in Ruhe. 99 Cent Servicegebühren. Und eben habt ihr ja noch gesehen, Stand Gebühren, Service und Gebühren oder was da stand, keine. Das ist nicht die einzige Seite, bei der das so steht. Das ist einfach nur widerlich sowas. Ich zahle auch keine Gebühren dafür. Ich habe es jetzt auch noch nicht so nötig. Ich habe noch, ach, keine Ahnung, ich habe ja noch, ach, ich habe noch ungefähr 3 Wochen Zeit, aber ich will das jetzt halt schon haben. Ja, das ist einfach assi. Es steht da keine Gebühren, ja, und dann ein, zwei Seiten weiter, ein, zwei Schritte weiter werden dann doch Gebühren verlangt. Also das sollte man mal, ich guck mal, ob die ein Impressum haben. Scheint mir übrigens, ja, ich guck mal nach und dann werde ich das mal melden. Das ist einfach asozial sowas.